Namaste und herzlich willkommen zum Mantra singen online am Ostersonntag. Schön, dass ihr dabei seid. Auch heute machen wir zunächst die Atemübung, dann erwärmen wir unsere Stimmen, füllen den Raum mit Klang, erzeugen einen guten Klangraum und singen dann einige Mantras, lassen uns bei jedem einzelnen Mantra wieder viel Zeit, um richtig tief da einzutauchen. Und dann beenden wir den Mantra-Sing-Nachmittag wie immer mit einer Abschlussübung, um die erhaltenen und erfahrenen Energien bei uns zu behalten und uns wieder etwas mehr Schutz nach außen hin zu verschaffen. Die Atemübung leite ich Schritt für Schritt an. Erst erkläre ich, dann machen wir sie gemeinsam. Sie dauert etwa insgesamt 7 Minuten. Und bei dieser Atemübung geht es um die Reinigung der 3 Hauptenergiekanäle, Ida, Pingala und Sushumna. Und wir beginnen mit der Reinigung des rechten Kanals, das ist Pingala. Dazu, ich zeige es erst einmal, verschließen wir mit dem linken Mittelfinger unser linkes Nasenloch, halten die Lippen geschlossen und atmen nur durch das rechte Nasenloch tief ein und wieder tief aus. Wir regulieren dabei den Atem nur durch sanftes Heben und Senken unserer Bauchdecke. Eine tiefe Bauchatmung praktizieren wir dadurch. Unser Brustkorb sollte sich bei dieser Art Atmung möglichst gar nicht bewegen. Wenn wir einatmen, dann nehmen wir dabei frische Lebensenergie auf, frisches Qi, frisches Prana. Diese Energie leiten wir mit unserer Vorstellungskraft bis hinunter, entweder ins untere Dantien oder ins Muladhara, ins Wurzelchakra. Dort speichern wir diese frische Energie ein. Heilende, heilsame, stärkende Energie. Wenn wir dann ausatmen, dann entlassen wir dabei alle verbrauchte Energie, alle energetischen Störungen, Irritationen und Verunreinigungen aus unserem Körper und aus unserem Energiefeld, und wir bitten die Erde, bitten das Universum, diese verbrauchte Energie aufzunehmen, zu transformieren und dem großen Kreislauf wieder zuzuführen. Wenn wir den rechten Kanal reinigen, dann nehmen wir dabei Yang-Energie auf, männliche Energie. Die können wir uns beim Einatmen vielleicht vorstellen als warmes, goldenes Sonnenlicht. Und die verbrauchte Energie, die wir ausatmen, die können wir uns vielleicht vorstellen als grauen, dunklen, braunen Rauch, der uns verlässt. Frische Energie aufnehmen, einspeichern, verbrauchte Energie abgeben, tiefe Bauchatmung, bitten um Transformation. Und auf diese Weise machen wir 7 tiefe Atemzüge. Durch die tiefe Bauchatmung, die wir praktizieren, massieren wir gleichzeitig auf eine sanfte Weise unsere inneren Organe. Das kann durchaus dazu führen, dass hier einiges in Bewegung gerät, dass es hier gluckert und sich von links nach rechts und von oben nach unten schiebt. Alles ganz normal und darf geschehen. Wir reinigen als nächstes den linken Kanal, Ida. Dazu verschließen wir mit dem rechten Mittelfinger unser rechtes Nasenloch und atmen dann nur durch das linke Nasenloch tief ein aus.
Diesmal nehmen wir Yin-Energie auf. Das ist weibliche Energie. Die können wir uns beim Einatmen vielleicht vorstellen als kühlendes, silbriges Mondlicht. Kühlendes, silbriges Mondlicht. Einspeichern wieder und beim Ausatmen auch hier wieder alle verbrauchte Energie entlassen und um Transformation bitten. Noch einmal 7 tiefe Atemzüge. Und zum Schluss reinigen wir den mittleren Kanal Sushumna. Dazu öffnen wir leicht den Mund, befeuchten ein wenig die Lippen. Die Zungenspitze platzieren wir hinter die oberen Schneidezähne an den Gaumen. Und dann atmen wir durch Mund und Nase gleichzeitig. Erst wieder tief ein, dann wieder tief aus. Frische Energie aufnehmen, einspeichern, verbrauchte Energie abgeben und Transformation bitten. Noch einmal auf diese Weise 7 tiefe Atemzüge. Aber ich merke gerade, ich habe eine wichtige Sache vergessen. Wir verlängern nämlich die Atempausen, die wir nach dem Einatmen und nach dem Ausatmen natürlicherweise machen würden, um eine kleine Zeitspanne, die einfach nur deutlich macht und uns bewusst macht, dass wir die Atempause länger machen. Nicht zu lange, es soll angenehm bleiben, aber wir halten länger inne, als wir das normalerweise tun würden. Verhaltenes Atmen. Nach dem Einatmen Atempause etwas verlängern, nach dem Ausatmen Atempause etwas verlängern. Auf diese Weise noch einmal 7 tiefe Atemzüge.
und dann die Atempause langsam beenden. Ich musste einmal husten, okay. Als nächstes erwärmen wir unsere Stimmen. Das machen wir folgendermaßen. Ich spiele hier einfach einen festen Akkord auf dem Harmonium, der sich nicht verändert. Der bildet einen permanenten Grundton, der die ganze Zeit gleich bleibt. Und zu diesem Ton des Instrumentes können wir frei mit unserer Stimme zusätzliche oder auch den gleichen Ton erzeugen. Wir können Vokale singen, wir können kleine Melodien singen, die uns gerade einfallen, je nachdem, was kommt. Und das Einzige, worauf wir vielleicht achten sollten, ist, dass wir uns immer genug Zeit nehmen für das Einatmen. Also wenn die Luft verbraucht ist, durch das Tönen ganz in Ruhe innehalten, Bauchatmung und dann wieder einsteigen in das Tönen. Auf diese Weise bildet sich ein wunderbarer Klangraum heraus. Auch wenn wir gerade nicht alle im gleichen Raum sitzen, wird dieser Klangraum doch energetische Struktur annehmen und wir verbinden uns untereinander und auch mit dem Oben, mit dem Unten, sodass wir durch das Einsingen nicht nur unsere Stimmen erwärmen, sondern uns auch gleichzeitig mit allem verbinden, was ist, und uns noch einmal ganz bewusst hier und jetzt an diesem Ort einfinden. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, so ein bisschen die oberen und unteren Bereiche eurer Stimmlage dabei zu erkunden.
erste Mantra, was ich gerne mit euch singen möchte heute, ist das Mantra der grünen Tara. Die grüne Tara, weiblicher Bodhisattva des tätigen Mitgefühls. Das Mantra ist Om Tare Tu Tare Ture Soha. Ich blende den Text ein. Om Tare Tu Tare Ture Soha.
Das nächste Mantra bringt Glück und Harmonie zu allen Lebewesen. Glück und Harmonie für alle Wesen. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Ich blende den Text wieder ein. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Glück und Harmonie für alle Wesen. Ah.
Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Samasta
Das nächste Mantra wechseln wir einmal die Tonart. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Ich blende auch jeden Text wieder ein. Gurudev, die höchste Lehrerin, der höchste Lehrer, auch in uns selbst. Om Namo Gurudev Namo, Gurudev, Gurudev Namo. Thank you.
Heute zum Schluss, vor der Abschlussübung, möchte ich noch ein Lied, ein Gebet für euch singen. Ein Lichtgebet aus der Sufi-Tradition. Vertont wurde es von Helge Borggrabe. Und das möchte ich heute gerne für euch singen. Wer das kennt, kann natürlich gern mitsingen. Ich blende den Text auch wieder ein. Der wird leider, weil er etwas umfangreicher ist als der Text eines Mantras, vielleicht etwas schlechter zu lesen sein, aber die Schrift ist einfach kleiner. Wenn ihr könnt, stellt das Video auf Vollbildmodus, dann ist es hoffentlich noch lesbar. Ich liebe dieses Lichtgebet sehr. Jedes Mal, wenn ich es singe oder rezitiere, dann berührt es mich sehr. Und ich habe das lange nicht gesungen, also nicht öffentlich gesungen, aber heute zum Ostersonntag passt es, glaube ich, sehr gut. Wenn ihr es nicht kennt, hört einfach zu. Und ja, vielleicht könnt ihr das dabei auch gleich lernen. Was vergessen.
war das Lichtgebet, vertont von Helge Borggrabe. Es ist auf der wunderbaren CD Hagios 2 von ihm drauf. Und wir beschließen jetzt diesen schönen Mantra-Singen-Nachmittag mit einer Abschlussübung aus dem Qigong. Diese Übung dient dazu, die empfangenen Energien noch einmal ganz bewusst in unser eigenes energetisches System hereinzuholen, dort einzuspeichern und alle unsere Energiepforten, die jetzt möglicherweise weit geöffnet sind, wieder etwas zu schließen und uns dadurch etwas mehr Schutz zu verschaffen, wenn wir wieder in die Welt gehen. Wir umfassen mit beiden Händen vor der Mitte unseres Körpers einen imaginären Medizinball. Wir stellen uns vor, dass wir einen Energieball, eine Energiekugel halten. Und in dieser Kugel verdichtet sich die Energie immer mehr. Dann ziehen wir die Hände mit einer langsamen und sanften Bewegung zu unserem Körper heran, zu einem Punkt etwas unterhalb unseres Nabels. Dort befindet sich das untere Dantien, ein wichtiger Energiespeicher. Dieses untere Dantien nimmt die Energie auf. Dann umkreisen wir mit den übereinandergelegten Händen. Frauen haben übrigens die rechte Hand auf der Innenseite, Männer haben die linke Hand auf der Innenseite. Kreisen mit den übereinandergelegten Händen unseren Nabel 9-mal im Uhrzeigersinn. Rechts herauf, links herunter. Anschließend noch einmal 9-mal in die Gegenrichtung. Dann warten wir einen Moment, damit wir einigermaßen synchron sein können. Jede und jeder hat ihr sein eigenes Tempo. Als nächstes reiben wir kurz die Handflächen aneinander. Aktivieren dabei die in den Handmittelpunkten gelegenen Laogong-Punkte, die Handherzen. Diesen Punkten können wir Energie abgeben und wir geben diese Energie an unsere Nieren ab. Nieren sind relativ weit oben unter den Rückenbögen. Wenn es schwierig wird, dort mit den Handflächen hinzukommen, dann gehen auch die Handrücken. Wir können die Energie aus den Laogong-Punkten auch aus den Handrücken abgeben und strömen lassen. Und jetzt lassen wir sie in unsere Nieren strömen. Die alten chinesischen Daoisten sagen, die Nieren speichern die Lebensenergie und versorgen bei Bedarf alle anderen Organsysteme mit dieser Energie. Deshalb ist es wunderbar, wenn wir Energie in die Nieren fließen lassen und die Nieren immer schön warm halten. Ganz wichtig. Und das ist auch eine sehr gute Gelegenheit, uns bei unseren Nieren und überhaupt bei unseren Organen zu bedanken für die wundervolle Arbeit, die sie ununterbrochen unser ganzes Leben lang für uns machen. Wir können vielleicht denken: Danke, liebe Nieren, bleibt gesund, ich liebe euch. Oder wenn ein Organ oder ein anderes Organsystem deiner besonderen Aufmerksamkeit bedarf, dann lass die Energie einfach dorthin strömen. Bedanke dich bei diesem Organ und versichere es deiner Wertschätzung und deiner Liebe. Danke, bleib gesund, ich liebe dich. Dann können wir die Hände vor der Brust zusammenlegen und wir bedanken uns für diese wundervolle Gelegenheit, technisch unterstützt gemeinsam zu singen in diesen
schwierigen, vielleicht auch etwas verrückten Zeiten. Wir bedanken uns für die empfangenen Energien. Wir bitten darum, dass alle abgeleitete und verbrauchte Energie von der Erde aufgenommen wird und wieder aufbereitet wird und recycelt wird und dem großen Kreislauf erfrischt wieder zufließen kann. Wir bitten nicht nur für uns selbst. Mögen alle Wesen in allen Welten frei sein von Schmerz und Leid. Mögen alle Wesen in allen Welten zur Befreiung und zur Glückseligkeit gelangen. Dankeschön. Vielen Dank fürs Dabeisein an diesem schönen Ostersonntagnachmittag. Die nächsten Termine wird es in Kürze auf meiner Website geben. Wer gern immer ein oder zwei Tage vorher per E-Mail automatisch erinnert werden möchte an Termine, der oder die kann sich gern zum Empfang meines Newsletters eintragen auf meiner Website und dann läuft das durch mein Websystem einfach automatisch. Ihr müsst nicht jedes Mal gucken, wann Termine sind, sondern bekommt dann immer automatisch eine E-Mail zugeschickt. Das könnte ganz praktisch sein. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für alle, die das Mantra singen, das Online-Mantra singen, finanziell unterstützen. Das ermöglicht es mir, entsprechendes Equipment anzuschaffen. Es ermöglicht es mir, Zeit zu erübrigen für die Mantras, die ich neu einübe, die ich auch aufnehme. Und das alles ist relativ aufwendig tatsächlich. Und ich freue mich über jede Unterstützung, die es dann auch möglich macht, dass andere, die nicht gerade finanzielle Ressourcen haben oder wo es ein bisschen eng ist, dass die trotzdem hier an diesem Online-Mantra-Singen einfach teilnehmen können. Ich finde das großartig. So verteilt sich das auf eine gute Weise und eine gute Energie entsteht dabei, die sich immer weiter ausbreiten kann. Herzlichen Dank für die Unterstützung und bleibt gesund. Bis bald.